Moin Moin und ein gesundes, glückliches neues Jahr 2023 gewünscht. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig geilen Start ins neue Jahr. Ach so, und bevor ihr euch wundert, hier, da fehlt ein Bügel, hat mir mein Sohnemann gestern Nachmittag noch schön in seiner brachialen Zerstörungswut zerlegt, bevor dort Fragen aufkommen. Wie gesagt, ein gesundes neues Jahr 2023 gewünscht. Bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen Apex Legends und hoffentlich auch mir erhalten, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und bevor ich jetzt mit einigen Informationen rund um die Überarbeitung von bestimmten Erbstücken komme, ganz wichtig, wer heute zum 1.1. schon dieses Video schaut, wird wahrscheinlich genau in der Zeit einschalten, wo ich einen 12-Stunden XXL Livestream starte. Geht so gegen 12 Uhr 15 ungefähr los für 12 Stunden. Ein bisschen Ranked Grind mit Schweini und ungefähr so 3 bis maximal 4 Stunden noch Community Games zwischendurch. Wer da Bock hat einzuschalten, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich werde noch einige Twitch-Clips zeigen über den Stream verteilt, die sich über die letzten Jahre Twitch so angesammelt haben. Lustige Momente in meinem Livestream aufgezeichnet. Würde ich mich auf jeden Fall freuen werden, wenn der ein oder andere einschaltet. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt fangen wir an mit den Erbstückinformationen. Ich habe gehört, ob das jetzt in Season 16 kommt, allerdings nicht ganz wirklich klar, oder ob das später kommt. Aber in der Zukunft von Apex Legends sollen Überarbeitungen für bestimmte Erbstücke kommen. Ich gehe davon aus, dass es nicht für alle ist. Aber ihr wisst, in der letzten Zeit sind eine Menge Erbstücke rausgekommen, die zig Animationen haben. Und die ersten Erbstücke, die in Apex Legends rauskamen, das Starter-Erbstück von Wraith zum Beispiel, Octane, Bloodhound und wie sie alle heißen, die haben allesamt nur eine einzige Animation. Und genau das ist die Geschichte, um die es sich dreht. Diese Erbstücke sollen ebenfalls noch zusätzliche Animationen bekommen, damit die ungefähr denselben Stellenwert an Animationsreichtum haben wie die anderen, die aktuell immer rauskommen und 4, 5, 6, keine Ahnung, verschiedene Animationen haben. Finde ich auf jeden Fall eine geile Änderung. Ich habe von Theorien gehört, dass Erbstücke auch irgendwelche anderen Farben, Skins, keine Ahnung, bekommen sollen. Ob das allerdings wahrheitsgemäß ist, also da zweifle ich tatsächlich dran, dass da irgendwas kommt, aber in Richtung neue Animation, das macht tatsächlich Sinn, so dass jedes Erbstück irgendwo seine Daseinsberechtigung in Sachen Animation hat. Ladies and Gentlemen, das war's für mein allererstes Video Apex Legends im Jahre 2023. Ich freue mich, wie gesagt, über jedes Abo und einen Daumen. Wer einschalten will beim Livestream jetzt aktuell auf Twitch, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.